Wir sind hier an der German International School in Washington DC für den dritten und letzten Teil unseres Schüler-Makathons. Die Schüler haben ihre Ideen weiterentwickelt, haben ihre Prototypen gebaut, gebastelt, programmiert und dabei auch viel Kulturprogramm dabei gehabt. Insgesamt sind wir jetzt endlich hier in Washington in Phase 3 des Makathons. Phase 1 fand online statt. Wir haben Teams gebildet. Diese Teams mussten sich organisieren, mussten sich Systemstrukturen, Teamstrukturen zulegen, mussten sich eine Story ausdenken, über den Nutzen für einen möglichen Verbraucher Gedanken machen, mussten sich Materiallisten erstellen, sodass dann in Phase 2, die bei uns in Höchstadt war, in Deutschland, diese ersten Prototypen generiert werden konnten. Und jetzt sind wir endlich hier in Washington in Phase 3 und können ja optimierte Prototypen bauen. Also der Schüler-Makathon ist ein ideales Projekt, um Schülerinnen und Schüler für das Thema Technik zu begeistern, das auch positiv zu belegen, dass die Technik nicht immer das Problem, sondern die Lösung vieler Herausforderungen ist. Und durch diesen Schüler-Makathon, und das haben wir jetzt auch in dem 2019 und auch hier jetzt gesehen, begeistern wir die Schüler und schaffen es dadurch, die Entscheidung in die Richtung ein technisches Studium oder eine technische Ausbildung anzugehen. Hinter mir sieht man gerade, dass schon aufgebaut wird für die Nacht der Wissenschaften. Wir haben das ganze Schulhaus umstrukturiert und geschmückt und die ganze Schulfamilie wird eingebunden sein, von Kindergarten bis zur weiterführenden Schule. Wir haben ganz viele Mitmachstationen, wir haben tolle Aussteller, wir haben ganz, ganz tolle Redner organisiert, externe, also wird eine super runde Sache und auch VW ist mit an Bord mit einem Elektroauto. So, warum führen wir die Nacht der Wissenschaft gerade heute durch? Das hat den Grund, das ist auch der Höhepunkt und der Abschluss der Makathon-Veranstaltung Phase 3. Die Schüler haben in einer Woche ihre Prototypen hier in Washington noch einmal gebaut und werden sie diesmal dem Publikum in Washington vorführen. Die Woche ist insgesamt ziemlich turbulent. Neben dem ganzen Maken kriegen wir hier natürlich auch kulturell einiges mit. Wir haben zum Beispiel schon Washington selber besichtigt mit den Monuments. Wir werden das Kapitol uns noch anschauen. Wir waren bei einem Basketballspiel, NBA-Spiel. Wir werden uns vielleicht noch ein Footballspiel anschauen. Also kulturelle Erlebnisse auf vielfältigen Ebenen mitbekommen. Ein Makathon ist ein ziemlich interdisziplinäres Projekt mit vielen Synergieeffekten, weshalb wir überzeugt von dem Konzept sind und glauben, dass viele Win-Win-Situationen entstehen zwischen Universität und Schule, zwischen Schule und Wirtschaft, aber auch innerhalb einer Schule, zwischen den ehemaligen, die dann als Studenten als Coaches vielleicht wieder unterstützen und den jetzigen Schülern. Und deswegen glauben wir, dass wir mit diesem Konzept die Lösung für Fachkräftemangel und viele andere Probleme hätten. Und wir würden uns wünschen, dass es Nachahmer finden. Wir von Technik macht Spaß, engagieren uns auf verschiedenen Ebenen, um junge Menschen für Technik zu begeistern, ob mit Kindern, mit Schülern, so wie hier, oder mit Studenten. Es geht immer darum, junge Menschen für Technik zu begeistern und in einem internationalen und interdisziplinären Team zusammenzuarbeiten. Und ich denke, das ist auch das, was wir in Zukunft brauchen, um weiter innovativ und junge, motivierte Leute zu haben. Ja, man sollte am Makathon teilnehmen, einerseits um natürlich ja, hier neue Leute kennenzulernen, das fand ich sehr cool, sogar aus einem anderen Land. Und man lernt sehr viel und es macht auch sehr viel Spaß. Ja. Es ist sehr interessant, man lernt viele neue Dinge. Also ich habe schon davor mich reingelesen und alles, aber man lernt viel mehr, wenn man es direkt macht. Also Learning by Doing ist hier, glaube ich, ziemlich groß. Und man lernt auch viele neue Leute kennen, auch aus Amerika und neue Kultur und alles. Also es ist alles sehr interessant.